anschauen, da sehen Sie so viele Inschriften. Diese Inschriften wurden von der Häftlinge, die hier zwischen 43 und 45 waren, geschrieben, und insgesamt 1800 Wandinschriften gibt, fast alle Sprache im europäischen Raum. Und ich habe recherchiert, ob es auch türkischsprachige Inschriften gibt oder arabischsprachige oder armenischsprachige Inschriften. Auf der Wand gibt es nicht. Ja? Aber das heißt nicht, dass, dass die türkische Bürger während der Holocaust verschont geblieben. Das ist nicht der Fall. Waren hier Türken damals? Nein, hier, das wissen wir nicht, ob sie überhaupt hier als Häftlinge waren. Ja, es gibt nur eine. Aber die kamen auch viel später, die Türken. Es gibt eine türkische Bürger, der Salomon Freud heißt. Muss er, glaube ich, jüdische Glauben haben. In der Gedenkbuch der Opfer des Nationalsozialismus, da habe ich eine Daten gefunden. Salomon Freud ist 1884 geboren und heiratete mit Frau Hedwig aus Dortmund, die auch ja, Deutsche, und dann sie haben einen Sohn gekriegt, Alfred, im Jahr 22, und sie haben bis 1939 in der Weißenburger Straße Nummer 5 gelebt, und dann 3.9.42 die ganze Familie nach Theresienstadt gebracht worden und danach nach Auschwitz, und dann dort sind sie verschollen. Und da in der Akte steht, dass sie Türken sind. Ja? Also höchstwahrscheinlich ja. Also weitere Schicksale, was ist passiert, wie ist passiert, warum konnte die Türkei diese Menschen nicht retten, wissen wir nicht. Aber es gibt auch andere Fahrer aus Berlin, Isaac Behar heißt er, und seine Familie kommt 1915 aus Istanbul nach Berlin, weil sein Bruder Teppichladen hatte. Sie haben dort Kantstraße gewohnt, lange Zeit, und als die Judenverfolgung beginnt in Deutschland, verlangte die Gestapo, dass sie beweisen müssen, dass sie türkische Bürger sind. Und sie haben einen Antrag gestellt, eine türkische Botschaft, und sie haben nie Bestätigung bekommen. Und im Dezember 1992 kam die Gestapo, das Haus, also das ist diese Familie, ja, die Eltern, und von dieser vierköpfigen Familie ist nur dieser Junge, der damals 19 Jahre alt war, so aussieht, damals überlebt. Er heißt Isaac Behar und er hat auch ein Buch geschrieben, Versprich mir, dass du am Leben bleibst. Ja. Und ist vor einem Jahr im April gestorben. Wir haben mehrmals mit ihm getroffen in Berlin, und er hat immer seine Geschichte erzählt. An diesem Sonntag, 12. Dezember 1942, kam die Gestapo, die Familie abzuholen. Gerade war Isaac Behar ohne Judenstern, er wollte das nicht tragen, obwohl die gefährlich war, rausgegangen, und dann sieht er, dass die Gestapo-Beamten das Haus gekommen sind. Er hatte eine Freundin, und heimlich trifft er, und die Mutter war irgendwie immer ängstlich und so weiter. Deshalb hat er auch nicht gesagt, dass er eine Verabredung hat. Und er hat so zufällig
1945. Ja. 1918 war der Erste Weltkrieg beendet und es gibt auch einen Bericht, der erzählt von 1950. Ja. Und recherchiere der Mann aus Frankfurt die Situation, die Juden weltweit. Und bestimmt, also es stellt fest, zwei Länder gibt auf dieser Welt, die für die Juden die sicherste Länder sind. Einmal Deutschland, einmal Osmanische Reich. Ja, also das ist interessant auch, oder fürchterlich, ja, diese zwei Länder, die sicherste waren für die Minderheiten, verursacht haben in 20 Jahre Zeitraum, also 1950, beginnt die Verfolgung der Minderheiten und endet bis zur Vernichtung der Armenier und Vertreibung der Griechen. Und, ja, und dann später auch in Deutschland, also 20 Jahre später, die ultimative Völkermord beginnt in Deutschland. Also, das ist natürlich so beunruhigend, dass im Zeitraum so etwas sicher, die Menschen, die sichere Gefühle haben, dass sie dort leben können, und kippt alles so schnell. Ja. Und auch in der Osmanischen Reich natürlich, in Russland war Pogrom und so weiter gegenüber den Juden und so weiter. In Osmanischen Reich zum Beispiel, die alle Minderheit, das war viel Völkerstaat, und sie haben geduldet und sie konnten überleben, ja, also Minderheiten. Und warum die plötzlich so radikalisiert und alle Minderheiten auch ausgerottet in der Osmanischen Reich, hat natürlich mit der Jungtürkenbewegung zu tun. Bis dahin war das Projekt, wir sind viele Völkerstaat, wir sind Osmanen, die Muslime sind erste Klasse und die Westen ist zweite Klasse, aber so können wir weiterleben. Und die Jungtürken haben 1930 andere Ideen und andere Projekte entwickelt. Und lautete, wir brauchen ein Land, eine Sprache und eine Nation. Und sie haben definiert, das Land soll Türkei heißen und die Sprache soll türkisch sein und soll dieses Land aus Muslimen bestehen. Und wenn man so bestimmt, ja, das Land, natürlich bleibt für den Rest kein Raum mehr. Also das ist kein Zufall danach, dass alle christlichen Minderheiten innerhalb der 10 Jahre alle weg waren. Ja, da bleibt der übrig nur, als die Türkische Republik gegründet wurde, zwei große Minderheiten. Einmal die Kurden und einmal die Juden, die ziemlich verschont geblieben waren. Und beginnt direkt 23 in großen Städten gegen die Minderheit, aber Hauptziel war die jüdische Minderheit, Vatandaş Türkçe konuş. Also die Bürger sollen türkisch. Also eigentlich die Emre Paşa hat die ganze Sache geführt, aber offiziell nach dem Vertrag, verbündeten Vertrag, er war der Hauptkommandant sozusagen. Ja? Und tatsächlich aber es gibt ein Dokument in der Auswärtiges Amt, das belegt, dass der Liman von Sanders tatsächlich in Izmir die türkischen Behörden bedroht, wenn er die Armenien deportiert, dann mische ich militärisch ein. Und dann tatsächlich, sie haben nicht deportiert. Und sie sind die einzige wenige Gruppe, die aus Izmir nicht deportiert wurde. Das stimmt ja auch. Also er hat vor einem Jahr die ganze Griechen vertrieben, ein Jahr später. Also das heißt, sie hatten die Möglichkeit, was zu machen. Und es gibt auch andere Typ,
Fritz Bronsart von Schellendorf, der Kumpel von Enver Pascha, und sie waren zusammen bei der Schlachtfeld Sarıkamış, dass die osmanische Armee fast die dritte Armee verloren haben gegen die Russen. 1919 bewertet er, also sagt er so, ja, der Armenier ist wie der Jude, außerhalb seiner Heimat ein Parasit, der die Gesundheit des anderen Landes, in dem er sich niedergelassen hat, aufsaugt. Daher kommt auch der Hass, der sich mittelalterlicherweise gegen sie als unerwünschtes Volk entladen hatte und zu ihrer Ermordung führte. Also das sehr interessante Zitat, dass die alle antisemitische, primitive antisemitische Elemente hatten. Ja? Also die Armenier ist wie ein Jude. Ja? Also, das hat er gesagt. Ja, Prinz Bronsack von Schellendorf heißt er. Ja? Ja, also, er war auch Deutscher. Ja. Zum Beispiel, wie man die Gruppen aussieht, da sieht man auch. Also die Armenier, ja, sie sind ja Ausländer, aber sie waren ja dort. Woher? Sie waren dort seit 4000 Jahren dort gelebt und sie sind ja nicht irgendwo hingekommen. Ja. Trotzdem kann er Armenier aus außerhalb seiner Heimat ein. Ein Parasit. Ja. Und was man mit den Parasiten, man tötet sie nicht. Ja. Und genauso, auch so tragisch, der Vergleich zwei Gruppen, also die Juden und Armenier, dieselben Tod, und dann eine Gruppe ist schon vernichtet und andere Gruppe ist dann zu Hause, ja, später auch vernichtet. Ja. Das Land Armenien. Das haben aber die Osmanen auch, sind vorher gebracht, haben die Leute vertrieben und gebracht. Das ist ja 1950 war das. Ja, Nummer 34, und hier in diesem Haus existiert immer noch, ja, ein medizinisches Institut steht jetzt. Dort ist 4. Januar 33 eine geheime Treffen stattgefunden. Und die Akteure waren der Hitler, Adolf Hitler und Franz von Papen, der damals Reichskanzler war. Ja. Und die Nazis konnten nicht so viel Stimme bekommen oder allein regieren können. Und dann, sie haben auch Koalition vereinbart. Und dann, sozusagen am 30. Januar, er ist ja als Reichskanzler ernannt worden. Und dann beginnt die Zeit, die Nazi-Zeit. Ja. Und dauerte 12 Jahre und ja, das Unmögliche 12 Jahre. Die andere Akteure von dieser Treffung war ja Franz von Papen. Also die Zentrumspolitiker? Ja, genau. Er war konservative Politiker und er war gerade Reichskanzler, als die getroffen haben. Und im Ersten Weltkrieg war er in der Osmanischen Universität als Bataillonschef, also erstmal im Westen und zunächst Generalstabsoffizier im Vorderen Orient und danach Major in der türkischen Armee in Palästina tätig. Ja? Und dort kennt er auch Ribbentrop, war auch da, alle waren da. Und er ist später auch deutsche Botschaft in Ankara bis zum Ende des Kriegs geblieben.
Er ist sogar bei der Nürnberger Prozess auch angeklagt worden und er ist der einzige Angeklagte, der freigesprochen wurde. Also wegen der Verbrechen gegen Menschlichkeit. Ja. Das, er war der einzige. Ja. Und das heißt, dass die, was die Salomon Teller, der an der Tarat Pascha ermordet hat, getötet hat, gesagt hat, ich bin Armenier, er ist Türke, das mit dem Deutschen ist nichts zu tun, stimmt nicht ganz. Ja? Also das war so viele Täter auch im Spiel. Ja? Und manche auch später, auch die als Beobachter der Völkermord an den Armenien war, zum Beispiel der Konsul aus Erzurum, Scholdner Richter, er war der Kumpel von Hitler, sogar dieser Münchner Putsch teilgenommen und dort ermordet. Und Hitler hat in meinem Kampf auch in, also unter anderem 8 Leute hat er gewidmet. Das war auch ein Scholdner Richter. Ja. Obwohl er so viele Berichte und Beobachtungen und Berichte, die Übungen auch von das Kriegsjugend und alle die Armenien vernichteten, er ist später selber ein Nationalist geworden und höchstwahrscheinlich viel erzählt auch. Deshalb, dass er sich später, 1939, als sie den Forum eingegriffen haben, gesagt hat, das ist ein Krieg, ja, so ein grenzloser Vernichtungskrieg, und dann am Ende endet dieser erinnert sich heute der Armenier. Ja, also irgendwie, für ihn war eine Erfahrung, das kannst du machen und sowieso vergisst du. Ja, er spricht heute noch von Armenien. Was wir heute so viele Fotos, also historische Fotos mit Bezug der Deportation der Armenier wissen, das stammt von ihm. Ja. Und er hat auch unglaublich engagiert und versucht, die bekannt zu machen. Die Verfolgung der Armenier im Osmanischen Reich. Sogar er hat auch einen Brief, der amerikanische Präsident geschrieben, der soll einmischen und so weiter und so fort. Und dann 1933. Keine rationale Erklärung braucht. Zum Beispiel, wenn die Ideologie so stark und so pervers ist, so ultimativ ist, dann gibt es keine rationale Erklärung mehr. Zum Beispiel, es gibt keine rationale Erklärung, warum die Nazis auch die ganzen Roma und Sinti ermordet haben, obwohl sie auch gar nichts reich waren, über halbe Millionen Roma. Und dann sieht man aber auch, wie der Rassismus beginnt und propagandiert wurde. Und jetzt heute, bei heute kann man auch so eine Logik, kann man auch manchmal sehen, also nicht offizielle Politik, aber Erklärung. Macht man damals die Gesellschaft zwei Teile, gesunde Teile und kranke Teile, sagen. Verbrecher, Geisterkranken, Versammlung, Krüppel und Taubstumm. Und das ist ja ein nützlicher Teil der Gesellschaft. Sie teilen erstmal zwei, ja? Gesunder Teil der Gesellschaft und unnützlicher Teil der Gesellschaft. Und das ist teuer, ja? Sagen wir auch, das ist teuer. Und aber was sagt diese Plakate eigentlich?
für uns. Also warum macht man so eine Plakate? Was wollte man sagen? Dann sagen, wenn wir diese Teil abschaffen, dann haben wir genug Geld gespart. Und das sagt vielleicht, genau. Ja? Also wenn es alles stimmt, was folgt danach? Und tatsächlich die Gruppe, die Person, die und die Änderung der Vernichtung ist, das ist ja ein Prozess. Also jetzt gibt es bei ihrer Generation das Besondere, irgendwie sie beschuldigen sich die Eltern oder Großeltern, warum sie nicht eingemischt haben, warum sie ignoriert haben und so weiter und so fort. Und tatsächlich können die deutsche Bevölkerung die Vernichtung nicht wissen können, ne? Die Vernichtung der Massenmörder. Aber sie haben natürlich gewusst, dass die Tag zu Tag Nachbarn verschwunden und immer wieder weggebracht wurden oder wie die alle haben. Es gibt 183 Gesetze über die Juden, also 33 beginnt die Ausgrenzung, sie dürfen nicht Rechtsanwalt sein, Beamten sein und nicht Rassenmann fahren, nicht Milch kaufen dürfen, nicht Fleisch kaufen, nicht Kino gehen dürfen. Also es gibt, also das natürlich, dann sollte man fragen, aber was ist denn alles? Also da vielleicht so eine Verantwortung trägt natürlich jeder Mensch, dass sie ignoriert haben. Sie haben neue Ausweise ausgestellt, haben die Leute, die alle Frauen wollten, Sarah heißen, die jüdische Frau, alle Männer würden Israel heißen. Und das reicht nicht, da macht man immer die und Judenstern tragen und so weiter und so fort. Das war ja die Altschaft, ja? Dass die deutsche Bevölkerung nicht sehen wollte. Ja? Das ist die Das ist die Verantwortung, Angst, aber auch auf der Bestechung. Sie sind ja bestechen worden, auch die ganze besetzten Land. Da bringt man ja die ganze Sache nach Deutschland. Also die Alltag, obwohl der Krieg war, sie konnten Brot finden. Also besser als die andere Gruppe. Ja? Also deshalb haben sie auch höchstwahrscheinlich auch ignoriert. Also nicht alle, das